Hallo meine Lieben und willkommen bei einer weiteren Runde Super Mario Odyssey. Und ja, wir schauen uns mal weiter hier um. Es scheint, als wären die fantastischen Schätze wieder in ihren Heimatländern. Das freut mich doch. Dann nehmen wir doch mal die Rakete, ja, und schauen mal, was die so möchte. Was ist das denn? Oh nein! Müssen wir das hier puzzeln oder so? Oh nö! Okay. Gesichterpuzzle. Oh nein! Das Spiel, bei dem es aufs Äußere ankommt. Wenn du das Gesichterpuzzle meisterst, gebe ich dir einen Powermond. Hast du Lust? Ach du Scheiße. Ich erkläre dir mehr, wie Gesichterpuzzle gespielt wird. Siehst du das Gesicht dieses Charakters hier? Guck es dir genau an. Du musst es denn richtig zusammenfügen. Zuerst kaperst du einen Teil mit deiner Koffer. Dann drehst du es und bewegst es an die gewünschte Stelle. Zum Schluss legst du es ab. Ganz einfach. Ach ja, und jedes Mal, wenn du einen Teil ablegst, verschwindet es. Wie viele Punkte du erhältst, hängt davon ab, wie du es schaffst, das Gesicht nachzulegen. Mit 60 Punkten kommst du gerade durch. Aber versuch lieber eine höhere Zahl zu erzielen. Also dann. Ach du Scheiße. Was ist ZL? Da. Einfügen. Das wird so bescheuert aussehen, Leute. Ach du Scheiße. Sag Bescheid, wenn du fertig bist. Mach ich! Ja? Einfügen? Was ist das denn? Gehörte das überhaupt zum Bild? Ich glaube schon. So, jetzt brauchen wir nur noch den Schnäuzer, wa? Das ist irgendwie zu groß. Sind das seine Augenbrauen? Ich bin überfordert. Das wird so bescheuert aussehen, Leute. Ja gut, dann wird das wohl irgendwie... Ach du Scheiße, Leute. Das wird richtig bescheuert aussehen. Bist du fertig? 60 Punkte, Gott. Oh, Mann! Wie sieht's denn in echt aus? Hallo? Muss ich jetzt echt erstmal irgendwie zurück oder so? Ja. Ich versuch's. Darf ich mir das erst... Ah, okay. Okay, man darf es sich erst einbringen. Das ist ja schon mal super. Okay, also da ist die Nase, ja. Wisst ihr alle, wie es geht, Leute? Da ist die Nase. Die war... Ich habe die Nase falsch rum gehabt. Okay. Oh, die Augen waren doch gar nicht so schlecht. Okay.
Leute, wir schaffen das. Wir schaffen das, okay. Ich habe Angst. Ja. Wir fangen jetzt erstmal mit der Nase an, ja? Mit der Nase, da habe ich ein gutes Gefühl. Die war hier. So. Die war da. So, jetzt kommen die Augen. Jetzt kommen die Augen. Die waren so. Und das war, nein, so rum. So. Und die Augenbrauen. Oh Gott, Leute. Das wird Horror. Ich glaube, das war so die Seite, oder? Nee, das war hier. Die war hier. Und die andere. War. Also auf jeden Fall war das über der Käppi, das weiß ich noch. So, jetzt ist der Bart. Ach du Scheiße, Leute. So. Ich glaube so. Und jetzt kommt der Mund. Nein, so. Ich glaube so, Leute. Okay, ich habe Angst. Ja. Okay. Yes! Das eine Auge ist ein bisschen zu tief geraten. Sonst erkennt man ihn doch. Oder? Was sagt ihr, Leute? Yay! Yeah. Wir haben es geschafft, Leute. Schnell weg hier. Sonst wird es noch weiter peinlicher. Das erste Gesicht war doch super. Ah, ich fand's sehr amüsant. So. Tschüss, was hast du zu sagen? Hey, du kannst Gesicht hoch. Macht total Spaß. Oh, toll, das habe ich jetzt gerade gemacht. Das musst du mir nicht nochmal sagen. Was hat er denn? Kommt man da auch einfach durch stumpfes Laufen hin? Nein! Oh, du dummes Vieh! Okay. Wir müssen dann doch wohl das Bike nehmen. Hallo! Okay. Diese Motorroller sind spitze. Ja. Ja. So. Lassen wir mal hier stehen, ja? Ich möchte diesen doofen Mond jetzt. Müssen den ja wohl irgendwie kriegen, Leute. Nein! Das kann doch nicht sein! Oh, ich will dich nicht anfahren. Kann man auch gar nicht, lol. Okay. Genau da müsste er sein. Ne? Gut, dann lassen wir den jetzt mal dastehen. Mal gucken, was er jetzt sagt. So. So. Okay, los geht's. Lauf! Nein! Wir sind immer zu spät. Oh Gott. Okay. Es ist
ist auch anstrengend, Leute. Gibt es ja auch wieder so einen coolen Abstellplatz? Was ist denn hier? Okay. Kommt man da mit dem Motorrad durch? Hallo? Mit überall anecken? Ja. Okay, da muss er wieder seine Dinger warten, ja. Wo waren wir denn noch nicht? Da oben. Aber wie kommt man denn nach da oben? So, wir schauen jetzt erstmal, ja. Nein! So. Mein Mister. Ach, da oben ist ein Mond, den haben wir noch gar nicht gesehen. Lustig. Ist da oben irgendwas? Nee, okay. Da ist noch Essen. Sehr gut. Da hinten. Dort waren wir ja schon. Jetzt sucht er ernsthaft wieder nach seinen Schäfchen. Ist ja schlimm. Waren wir da schon? Ich glaube nicht. Aha. Wer ist denn da oben? So, okay, dann haben wir das. Da oben müssen wir noch, aber wie kommt man da hin? Ist die Frage. Keine Ahnung, da waren wir schon. Da fehlt uns ja der eine. Würde ich erstmal sagen, gehen wir hier hoch. Ach, die doofen Viecher. So. Ja, wir sind ja hier eigentlich schon richtig, ne? Genau. So. Wo war das jetzt? Auf welcher Spitze? Da. Okay. Dann mal hoch. Oder kommen wir da jetzt echt nur mit Yoshi hoch? Das wär's ja, Leute. Okay. Wie kommen wir denn da jetzt hoch? Ach so, ja. Das wäre auch... Nein! Falsche Richtung, Yoshi! Okay, wartet. Sehr gut, wir haben den Mond. So, jetzt kommen wir ja kurz zu der anderen Seite, denn dort ist etwas zu essen für dich, Yoshi. Da müssen wir uns beeilen, bevor es nicht mehr da ist, oder? Nein! Du doofes Ding, ich hasse das. So. Mist? Okay. Wie soll man denn da hochkommen? Das ist ja echt nervig. Finde ich echt uncool. Habt ihr eine Ahnung? Jetzt verzweifle ich hier noch. Nee!
So? Toll. Okay. Jetzt müssen wir nur noch darauf achten, dass wir hier auch... unser Futter kriegen. Wo gibt's denn noch mehr Futter? Ja, okay, die suchen weiter. Also irgendwo muss es ja noch wenigstens ein bisschen Futter geben, ja? Nom, nom. Aha! Ich hab was entdeckt. Aber wie kommen wir denn da hoch? Puh. Mist! Mist! Kann er nicht da oben stehen bleiben? War das nicht irgendwie was? Was machen wir jetzt? Der will dann immer zurück. Kann er sich denn nicht bewegen, Mann? Der bleibt denn da einfach stehen. Das ist so nervig. Okay, das geht anscheinend nicht. Aber wir müssen doch da irgendwie hochkommen, oder? Ja, da war's, da war's, da war's! Okay, okay, wir versuchen es nochmal. Wahrscheinlich ist das die schwerste Methode. Ja. Sehr gut. Ja, Yoshi ist pappsatt, glaube ich. Okay, Leute. Yoshi hat seinen Nachtisch bekommen und ich hoffe, es hat euch bis hierhin sehr gut gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dahin. Tschüss.